Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar haben wir diese Woche einen Geburtstag, und zwar das bin ich. Und es geht um die süßen kleinen Macarons. Das Video habe ich euch ja schon mal gezeigt, aber die Torte war dazu nett und die möchte ich euch dann heute gerne präsentieren. Ich habe hier zwei Springformen, sage ich jetzt mal, 20 cm, die habe ich jetzt auch mit Backpapier schon ausgelegt. Und für den Teig brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier 400 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker, dann brauchen wir noch ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 400 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver und vier Eier haben wir dann noch hier. Zucker und Vanillezucker können wir jetzt mischen. Mit der Butter auf jeden Fall so 5 Minuten cremig aufschlagen. Und jetzt kann man die Eier einzeln dazugeben und schön weiterrühren lassen. So, und die Prise Salz können wir auch schon dazugeben. Mehl und Backpulver habe ich jetzt gemischt und das können wir löffelweise dazugeben. Die Böden habe ich jetzt verteilt auf, wie gesagt, auf zwei Ringe. Für 45 Minuten können wir die jetzt backen und den Backofen habe ich hochgeheizt zu 180 Grad. Also meine Böden, die sind jetzt fertig. Wenn ihr sie dunkel haben möchtet, könnt ihr dann auch ein bisschen Backkakao dazu geben. Aber die können wir jetzt auskühlen lassen. So, und da ich mich für eine Himbeerfüllung entschieden habe, habe ich jetzt hier 300 Gramm Himbeeren. Das sind tiefgekühlte. Die habe ich jetzt 10 Minuten vorher rausgenommen. Die können wir dann jetzt auch schon in einen Topf geben. Wasser brauchen wir in dem Fall jetzt nicht, weil sie ja tiefgekühlt sind und die geben ja alleine noch Saft ab. Und daher brauchen wir das nicht. Wenn ihr frische Himbeeren nehmen möchtet, dann würde ich auf jeden Fall 3-4 Esslöffel Wasser dazugeben. Ich habe jetzt 2 Esslöffel Zucker nur, weil ich es halt nicht ganz so süß mag. Das können wir jetzt auch schon darüber geben und das Ganze kurz aufkochen lassen. Die Himbeeren haben wir jetzt gerade einmal kurz aufkochen lassen. Jetzt habe ich hier eine Schüssel und eine Haarsieb und das können wir dann jetzt gerade da durchstreichen. Und ich habe mir jetzt noch ein paar Himbeeren für die Deko, ich weiß noch nicht ganz, ob ich sie benutzen werde, zur Seite gelegt. Da könnt ihr auch was sagen. Aber ich werde so beschäftigt zu Zähne. Okay, unser, also ich habe die Frucht ausgepresst. Und habe mir jetzt, wie ihr gesehen habt, so 6 Esslöffel tue ich mir jetzt weg, für die Böden gleich zu tränken. Und den Rest, den können wir später in die Sahne geben. Deswegen können wir das alles einfach mal ein bisschen abkühlen lassen. So, jetzt bin ich ganz bei euch wieder. Also ich habe jetzt 600 Milliliter Sahne. Dann brauchen wir noch 6 Teelöffel Sanapat. 2 Päckchen Vanillezucker habe ich hier. Dann habe ich 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm Speisequark, also ich habe 40% genommen. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen. Und die Sahne und das Sahnepack können wir jetzt erstmal steif schlagen. Die Sahne habe ich jetzt schön steif geschlagen. Jetzt habe ich mal eine große Schüssel genommen, also ich hatte mein normales Rührgerät. Ich weiß auch noch, das hatte ich schon lange nicht mehr. Gut, jetzt können wir die Mascarpone und den Quark. Die Creme schmeckt mir persönlich am besten. Aber gut, es ist eine Geschmackssache, gell? Da können wir jetzt auch den Vanillezucker schon dazugeben und können das dann auch einmal kurz umrühren. Das haben wir jetzt einmal gemacht und jetzt oh Wunder, können wir die Sahne in die Mascarpone-Creme geben und einmal kurz unterheben. So, das haben wir jetzt gemacht und nicht wundern, die Creme, die ist wirklich schön fest. Deswegen habe ich jetzt auch das Fruchtpüree, sage ich jetzt mal, nicht angedickt. Und das können wir jetzt dazugeben. Je nachdem, wie viel ihr wollt, auch von der Farbe, vom Geschmack her, rührt es einmal kurz um. Und wenn ihr dann noch möchtet, könnt ihr dann noch ein bisschen reingeben. Also ich hatte alles reingegeben. Wie gesagt, immer so ein bisschen nach und nach. Aber die Creme, die ist immer noch schön richtig fest. Und dann können wir jetzt unsere Böden aufschneiden. Der Boden oder die Böden, sage ich mal, die habe ich jetzt nur einmal durchgeschnitten, sodass wir halt 4 Böden haben. Ich finde die richtig klasse. Und dann können wir auch gleich weitermachen. Wie ihr gesehen habt, der erste Boden habe ich jetzt auf eine Platte schon drauf. Jetzt nehme ich mir den Rest von dem Püree und verstreiche es ein bisschen. Nur so ein ganz kleines bisschen. Am Rand würde ich ein bisschen aussparen, weil ich dann immer Angst habe, dass es ein bisschen ausläuft. Aber so viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht nehmen. Und wie gesagt, der erste Boden können wir dann gerade ein bisschen eindringen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Creme genommen und eine
eine Palette und verstreicht das einmal kurz schön oben drauf. Also einen Ring brauchen wir nicht. Wenn von der Creme dann ein bisschen was rausläuft, ist natürlich nicht schlimm, weil wir es hier außenrum dann auch noch mal ein bisschen verstreichen müssen. Und so können wir dann jetzt weiterverfahren, bis wir oben angekommen sind. Die Deckel, die lege ich immer umgekehrt. Also so mache ich zumindest mal. So, wir haben das jetzt alles schön gestapelt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da jetzt noch ein bisschen Farbpaste oder sowas reinmachen. Bei mir war es nicht kräftig genug. Ich hätte dann halt ganz gerne ein bisschen mehr Rosa gehabt. Also habe ich jetzt 1-2 Tropfen Rot reingemacht. Wenn das jetzt, also wie gesagt, ich habe es ja innen jetzt ein bisschen anders da von der Farbe her, aber das macht gar nichts. Ich finde, das ist sogar noch besser so. Und jetzt können wir das Ganze einstreichen. Wenn ihr noch was übrig habt, packt es gleich in einen Spritzbeutel mit Sternhülle und dann packe ich es dann auch nochmal in den Kühlschrank. So, da ich hier eigentlich einen Naked Cake haben möchte, probiere ich so glatt wie möglich zu machen. Wie gesagt, den Rest der Creme packe ich jetzt in einen Spritzbeutel mit großer Sternhülle und das kann auf jeden Fall mal für eine Stunde in den Kühlschrank. So, ich habe jetzt ein bisschen sauber gemacht. Die Torte ist jetzt schon eine Stunde in der Kühlung, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich hier 150 Gramm Zartbitter Kuvertüre, nehme ich halt sehr gern. Das hacke ich mir jetzt ein bisschen klein mit einem Esslöffel Öl und lasse das im Wasserbad schmelzen. Unsere Schokolade hat jetzt wirklich eine ganz tolle Konsistenz und jetzt können wir auch die Torte aus dem Kühlschrank holen. Ich habe die Schokolade jetzt in so Dressierflaschen gegeben, die habe ich sehr gern, aber natürlich braucht ihr die nicht. Die Torte haben wir jetzt rausgeholt, jetzt sucht ihr euch vielleicht eine Stelle aus, die ihr nicht so toll findet und dann könnt ihr erstmal ausprobieren. Ihr könnt natürlich von innen nach außen arbeiten, aber ich fange außen an und arbeite mich dann nach innen durch. So, der Rand, den habe ich jetzt gemacht, der ist auch wirklich sehr gut gelungen, finde ich. Jetzt haben wir natürlich noch Schokolade übrig und jetzt können wir den inneren Teil dann auch noch machen. So, wir haben alles sehr gut hingekriegt. Es hat auch auf jeden Fall gereicht. Ich habe noch ein bisschen übrig. Ihr müsst euch aber relativ beeilen, weil die Creme, die ist ja kalt und dann trocknet die Schokolade auch ziemlich schnell. Und jetzt hole ich mir die Restcreme aus dem Kühlschrank. Die Creme habe ich mir jetzt geholt und jetzt mache ich ganz kleine Tuffs unten dran. So, ich habe jetzt große Tuffs drauf gemacht, aber die könnt ihr drauf spritzen, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch verteilt. Jetzt habe ich natürlich Makarons, die setze ich direkt in die Mitte da rein und dann sehen wir gleich weiter. So, jetzt sind wir einmal durch. Ich habe die Makarons jetzt ein bisschen verteilt. Jetzt habe ich noch ein bisschen Streudekor. Beim letzten Mal habe ich Silber genommen, aber diesmal nehme ich Gold und das verziehe ich dann jetzt noch einen Augenblick. So, und was meint ihr? Also mir gefällt sie wirklich richtig gut. Ich habe jetzt nur hier vorne ein paar Himbeeren noch drauf gemacht. Wie gesagt, ich habe goldene Sterne und goldene Perle. Das finde ich passt auf jeden Fall farblich ganz gut. Und ja, ich habe dem Thorsten gesagt, bei mir haben hier so Kerze. Und er hat mir jetzt die 6 gebracht. Für 6 Jahre. Ist das nicht toll? Aber natürlich mache ich die drauf. Vielen Dank, lieber Schatz. Was hast du dir dabei gedacht? Nix. Ja. Gut. So. Also so sieht's aus. Die könnt ihr auf jeden Fall im Internet bestellen. Ich bin sehr zufrieden und die muss auf jeden Fall nur 2 Stunden in den Kühlschrank. Also mir gefällt sie sehr gut. Ich hoffe mal euch auch. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi Mäuse.